Schönen guten Morgen, willkommen beim Frühstücksfernsehen auf der FlauschCon. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Morgen und gestern einen schönen Abend. Erst einmal möchte ich euch mitteilen, worum es bei diesem Vortrag gehen wird. Es wird darum gehen, wie arbeitet man mit Ehrenamtlichen und was ist wichtig im Gegensatz zur Arbeit beispielsweise im Unternehmen oder mit Kollegen, wenn man in ehrenamtlichen Strukturen unterwegs ist. Wir haben nicht so viele bezahlte Kräfte in der Die meisten von uns sind ehrenamtlich in der Piratenpartei unterwegs und das ist wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber sprechen, wie wir Organisationsstrukturen aufbauen und wie wir uns organisieren. Und ich werde euch gleich ein bisschen was darüber erzählen, was man falsch und was man richtig machen kann. Und es ist wichtig, dabei im Hinterkopf zu behalten, dass dies keine Moralpredigt werden soll. Ich möchte ausdrücklich anmerken, dass ich so ziemlich alles, was ich jetzt an guten Ratschlägen geben werde, schon selbst falsch gemacht habe. Und dass es mir ausdrücklich sehr leid tut. Ich habe große Schuld auf mich geladen. Ich entschuldige mich an alle Opfer von bösen Mails und unkonstruktiven Debatten an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass irgendjemand von diesen Fehlern profitieren kann, und zwar die Zuhörer, die hier Anwesenden und auch die Leute hier vom Stream. Denn es ist wichtig, dass man aus Fehlern lernt. Und von daher möchte ich euch so ein bisschen an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Ich engagiere mich seit 5 Jahren in unterschiedlichen, ja, ehrenamtlichen Strukturen. Das hat angefangen bei diversen Studentenorganisationen über Bürgerrechtsbewegungen, ja, und jetzt bei den Piraten. Und da hat man einiges aufgeschnappt, mitbekommen, hat Leute kommen sehen, die sehr begeistert waren, die leider irgendwann wieder gegangen sind. Und irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, was ist manchmal richtig gelaufen und was ist falsch gelaufen? Was haben wir falsch gemacht und was können wir besser machen? Und das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Nicht nur bei Parteien, sondern auch in vielen anderen Bereichen, denn die Vertretung von Bürgerinteressen, also nicht wirtschaftlichen Interessen, fußt in vielen Bereichen fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Arbeit. Das ist leider so, und egal ob in Bürgerrechtsbewegungen, Parteien, Vereinen oder Sportclubs oder Schülervertretungen, überall dort, wo Ehrenamtler unterwegs sind, stellen sich ähnliche Fragen. Das fängt beispielsweise damit an, wie wir mit Neumitgliedern umgehen, wie wir unsere Diskussionskultur gestalten, aber auch wie wir konkret jetzt in die Arbeitsverteilung reingehen und wie wir Entscheidungsstrukturen aufbauen. Und wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass es leider kein Patentrezept gibt. Also wer das erwartet, den muss ich leider enttäuschen, denn in jede Organisation ist ein bisschen anders. Also man muss immer drauf schauen, was für Persönlichkeiten sind in dieser Organisation da, was erwarten sie, was ist ihre Erwartungshaltung, was möchten sie erreichen mit der Organisation und wie ist das Selbstverständnis einer Organisation. Und obwohl es keine Patentrezepte gibt, gibt es so ein paar Hinweise, die allgemeingültig sind, glaube ich. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, bei dem, was gleich kommt, dass wir das nicht als Patentrezept sehen, sondern auch individuell anpassen können und müssen, dann kann uns das, glaube ich, weiterhelfen. Erst einmal hinter diesem Workshop steckt ein anderer Workshop. Ich habe Dreist, Raub, Mord kopiert. Ich bekenne mich schuldig. Ich war letztes Jahr bei einem Workshop in Tschechien mit Nichtregierungsorganisationen aus Mittel- und Osteuropa, die sich dort zusammengesetzt haben und mal darüber gesprochen haben, wie sie in den unterschiedlichen Ländern arbeiten. Das waren zum einen unterschiedliche Organisationsformen. Wir hatten Leute von Amnesty da, wir hatten Leute vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung da und von vielen, vielen anderen Gruppen, die zu ganz unterschiedlichen Themen gearbeitet haben und haben dort ja, mit ihnen zusammen irgendwo im Nirgendwo in Horka in Tschechien eine Woche verbracht. Abends haben wir dann immer in einer Garagenkneipe gesessen. Es gab nur eine einzige Kneipe in dem Dorf. Das war so eine umgebaute Garage mit ganz vielen alten Männern und Bier. Und dort haben wir dann gesessen und so ein bisschen erzählt, wie es bei uns läuft, wie es bei ihnen läuft. Und irgendwann ist uns dann klar geworden, wir arbeiten zwar alle an ganz unterschiedlichen Themen, aber irgendwie schlagen wir uns alle mit ähnlichen Problemen rum. Und obwohl wir ganz viele unterschiedliche Sprachen gesprochen haben, aus unterschiedlichen Ländern kommen, auch mit unterschiedlichen politischen Situationen konfrontiert waren, haben wir doch, was interne Strukturen anging, ziemlich viel gemeinsam gehabt. Und am letzten Tag gab es dann ein sehr interessantes Seminar, bei dem wir mal über diese Probleme gesprochen haben und auch über Lösungsansätze. Und unter anderem haben wir dort diskutiert, warum engagieren wir uns eigentlich, was ist uns wichtig, was ist die Erwartungshaltung, was ist wichtig beim Einstieg in einer Organisation, wie sind wir selber zur Organisation gekommen und warum sind wir dort geblieben, was hat uns gehalten.
Was sind Einstiegshürden in Organisationen? Das heißt, wie ziehen wir Neumitglieder an? Sind wir erfolgreich? Sind wir nicht erfolgreich? Und was können wir verbessern? Und zum anderen auch die individuelle Rolle. Also wie sieht man sich selbst in der Organisation? Was kann man beitragen? Was will man beitragen? Ist man zufrieden mit dem, wie es gerade läuft, mit dem, was man beiträgt? Oder glaubt man, dass man an anderer Stelle besser was beitragen könnte? Wir haben viel über Feedback, positives Feedback gesprochen und negatives Feedback, über Vertrauen und kollegialen und ehrlichen Umgangston. Wir haben auch darüber gesprochen, was es bedeutet, auch mal Nein sagen zu müssen, wenn man beispielsweise sieht, dass Leute Gefahr laufen, Burnout zu kriegen oder ganz aufzuhören. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man das umschiffen kann, sprich wie man delegieren lernt, Aufgaben aufteilt, wie man im Team arbeitet und wie man Leuten auch langfristig eine Perspektive in der Organisation eröffnet. Ja, den Einstieg möchte ich machen mit der Frage, warum engagieren wir uns? Ich finde das immer ganz interessant, wenn man bei Stammtischen ist und neue Leute dazukommen, da gibt es meistens diese Vorstellungsrunde, dass Leute erzählen, ich bin Pirat, weil, und dann kommen ganz unterschiedliche Themen. Ich war letzte Woche in Lüneburg bei einem Stammtisch und es war, glaube ich, die Ausnahme. Da haben viele Leute gesagt, dass sie wegen Vorratsdatenspeicherung und Zensursolar da sind, fast ausnahmslos. Das hat mich natürlich sehr gefreut als Aluhut und Datenschützerin. Aber bei vielen Menschen, die jetzt auch neu dazugekommen sind, sind es halt auch unterschiedliche Themen. In letzter Zeit sind viele Leute neu zur Partei gekommen, die beispielsweise BGE als Kernanliegen sehen oder eine gerechtere, sozialere Verteilung. Und man sieht aber auch sehr schön, dass der Eintrittsgrund bei den meisten nicht die Tatsache war, dass wir eine Partei sind. Also es ging gar nicht so sehr um die Struktur, an der man teilhaben wollte, sondern um die Themen. Das heißt, den Metakonsens, der sich dahinter verbirgt. Wir wollen etwas gestalten, wir wollen etwas verändern und wir wollen etwas bewegen. Und erstaunlicherweise haben viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch gesagt, also eigentlich habe ich den Kaffee auf mit Parteien. Eigentlich mag ich gar keine Parteien. Ich finde Parteien scheiße. Und ich glaube aber, dass die Piraten gar nicht so eine richtige Partei sind. Und ich glaube, irgendwo haben sie recht damit. Denn mir geht es in diesen Punkten ähnlich. Viele Menschen sind nicht politikverdrossen, sondern parteienverdrossen. Das heißt, wir müssen uns nicht zu sehr, also wir dürfen uns nicht zu sehr darauf versteifen, was ist eine verfestigte Struktur, sondern wir haben Ziele und wie können wir die Struktur danach gestalten, dass die Struktur diese Ziele nach vorne bringen kann. Bei den Piraten sind die Strukturen in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und mit ihnen die Inhalte. Das liegt unter anderem daran, dass wir sehr viele neue Leute begeistern konnten, sich bei uns zu engagieren. Und diese neuen Leute haben auch neue Themen reingebracht, was mich auch sehr freut. Denn wir haben dadurch auch neue Blickwinkel auf die Gesellschaft uns selbst erschließen können und neue Inhalte mit reintragen können. Und es ist daher wichtig, auch mal drauf zu schauen, wie gestaltet sich eigentlich der Einstieg für jemanden, der neu dazugekommen ist. Ich selbst bin noch nicht so lange bei den Piraten, seit März. Und von daher habe ich in manchen Dingen vielleicht einen anderen Blick als viele jahrelange Mitglieder. Und ich denke, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir mit neuen Mitgliedern konfrontiert sind oder selbst überlegen, bei einer Organisation uns einzubringen oder mitzumachen, dass wir uns erstmal klar werden, warum möchte ich das eigentlich machen? Was sind meine politischen Ziele und was sind die politischen Ziele der Organisation und das mal nebeneinander stellt und wirklich abgleicht. Das klingt trivial, das klingt wirklich trivial, aber in der Praxis erlebe ich das oft, dass wir neue Mitglieder bei uns am Stammtisch haben und wir lassen die einfach ohne Grundsatzprogramm nach Hause gehen. Das ist eigentlich nicht tragbar. Es könnte so einfach sein, denn eine Partei ist, hat, oder jede Organisationsform, also nicht nur Parteien, haben eine Geschichte. Eine Geschichte von Entscheidungen, die wir getroffen haben oder Diskussionen, die gelaufen sind. Und es ist wichtig, dass wir neuen Mitgliedern ermöglichen, in diese Diskussion einzusteigen und zu wissen, an welchem Punkt wir stehen. Das heißt nicht, dass alles, was wir beschlossen haben, unumstößlich ist. Das heißt auch, aber auch, dass wenn Leute mitgestalten wollen und auch Dinge schlecht finden, die wir jetzt vielleicht letzte Woche beschlossen haben oder vor 3 Wochen oder vor 3 Jahren, dass sie auch wissen, wie der Diskussionsstand ist und was quasi der Stand der Debatte ist. Eine andere Frage ist, was für ein Angebot man Mitgliedern macht. Wenn Leute neu zum Stammtisch kommen, habe ich 2 unterschiedliche Situationen erlebt. Die eine war, dass
nicht wirklich konkret gesagt wurde, wie man mitmachen kann. Es wurde einfach gesagt, so ja, schau mal ins Wiki, irgendwo findet sich dann was. Wir haben ganz viele AGs und dann wurde auch nicht wirklich konkretisiert. Es wurde nicht gefragt, was kannst du machen, was möchtest du machen, sondern es wurde einfach so pauschal gesagt, so ja, du kannst irgendwo irgendwie mitmachen. Und dabei vergisst man leider oft, dass neue Mitglieder noch nicht so die Orientierung haben. Also zum einen ist es wichtig, erstmal wie gesagt, so ein bisschen diesen Meta-Konsens oder die Meta-Debatte, die bisher geführt wurde, an die neuen Mitglieder ranzutragen. Zum anderen ist es aber auch ganz wichtig, die Tools nochmal zu erklären. Also wir haben beispielsweise bei unserem Stammtisch öfter mal Schulungen, die sich mit unseren Tools beschäftigen, und das ist ganz wichtig, dass man das immer wiederholt, auch wenn das für längere Mitglieder oder Leute, die sich damit auskennen, vielleicht manchmal ein bisschen dröge ist. Es ist einfach extrem wichtig, um die Leute mitzunehmen, weil wenn die Leute sonst ein-, zweimal da sind und immer wieder eingeworfen wird, ja, schau ins Patch, schau ins Wiki und dann ist doch Telco, warum warst du nicht beim Mumble, und sich irgendjemand nicht traut zu sagen, ja, bin an der Installation gescheitert, dann ist das einfach unnett. Und man bringt die Leute auch in die Situation, dass sie Bittsteller sind. Das heißt, dass sie kommen müssen und fragen müssen. Und viel besser ist es eigentlich, wenn wir ihnen die Hand reichen und wirklich sagen, wir kennen uns aus, das ist kein Problem, das dauert 5 Minuten, bring den Rechner mit, wir richten dir das alles ein und wir zeigen dir das einfach. Ja, eine andere Situation, die ich erlebt habe, war so ein bisschen Überfrachtung, Überforderung. Das heißt, jemand ist da neu dazugekommen und wurde direkt mit 10.000 Angeboten bombardiert. Überall brennt es, alles muss gemacht werden, überall fehlen Leute, das weiß ich auch, aber es ist manchmal ein bisschen schockierend oder verwirrend, wenn man einem neuen Mitglied direkt sagt, okay, wir haben jetzt diese Woche Stammtisch und dann haben wir einen Infostand, wäre cool, wenn du auch dabei wärst. Am Wochenende ist jetzt die FlauschCon, das wäre auch schön, wenn du da mitkommen würdest und dann so ein bisschen diese Erwartungshaltung aufbaut. Das kann manchmal nach hinten losgehen, dass Leute sich denken, so Moment mal, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wollte eigentlich mich erstmal ein bisschen umgucken und einmal die Woche vielleicht mitdiskutieren, aber eigentlich habe ich noch andere Hobbys und das ist auch legitim. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir da diese Balance finden zwischen Über- und Unterforderung. Das heißt, dass wir aufzeigen, was ist möglich, aber auch die Leute nicht zu sehr drängen. Denn wenn wir sie drängen, dann sind sie wieder weg. Ehrenamt muss Spaß machen. Ehrenamt ist auf freiwilliger Basis. Und wenn wir da einfach so eine Druckstruktur aufbauen, dann kann das sehr nach hinten losgehen. Ja, in dem Kontext ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, wie unsere Organisationsstruktur gestaltet ist. Ich finde, der Grundsatz, jeder nach seinen Möglichkeiten, ist ein ganz toller Grundsatz und den sollten wir auch im Hinterkopf behalten. Also wir haben in der Praxis ja auch meistens noch andere Dinge, die uns bewegen, außer Piraten, Hobbys, Familie, Beruf, Schule. Und es ist wichtig, dass wir da auch Räume lassen, dass die Leute sich auch Zeit nehmen für andere Dinge und dass wir sie nicht zu sehr vereinnahmen. Das passiert bei den Piraten manchmal und wir sollten da explizit ein Auge drauf haben. Denn wenn jemand einsteigt und erstmal total begeistert ist und 180% gibt, laufen wir einfach Gefahr, dass er nach einem halben Jahr merkt, Moment mal, irgendwie fehlt mir was, und dann ist er wieder weg. Und von daher muss man einfach akzeptieren, dass nicht jeder möchte oder auch kann, dass er zu 100% immer bei allen Aktionen dabei ist. Und ein schlechtes Gewissen einreden ist in dem Kontext ganz gefährlich. Also manchmal wird, wenn Aktionen angekündigt werden, so ein bisschen so eine Erwartungshaltung geschürt. So, ja, da ist jetzt ein Infostand, wir erwarten jetzt, dass so und so viele Leute da sind. Und dann wird so in die Runde geguckt, so, du solltest dabei sein und du solltest dabei sein. Und es ist manchmal so, manchmal ist es eher so, ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen Druck. Und ich glaube, wir sollten ganz stark aufpassen, dass wir nicht zu oft diese Drucksituation aufbauen, weil das verschreckt Leute. Und wenn man ein schlechtes Gewissen hat, also wenn man nur irgendwo hingeht, weil man sonst ein schlechtes Gewissen hat, nicht da zu sein oder jemanden hängen zu lassen, dann ist das langfristig auch keine gute Struktur. Also viel schöner wäre es, wenn man da ist, weil man weiß, die Leute freuen sich auf einen und sagt, ja, ich könnte auch nicht hingehen, aber wenn ich da bin, dann freuen sie sich halt. Und wichtig ist es auch, dass wir ein Auge drauf haben, dass man Familie und Ehrenamt unter einen Hut kriegt. Wir haben beispielsweise auch Alleinerziehende bei uns beim Stammtisch und haben uns überlegt, dass es eine Idee wäre, mal wieder einen Familienstammtisch zu machen. Den gab es mal, der ist leider eingeschlafen, aber
wir haben einfach eine Situation, dass wir regelmäßig Leute da haben, die nicht kommen können, weil sie auf ihre Kinder aufpassen müssen oder weil sie gerade ihr Babysitter sie versetzt hat. Und das liegt zum einen auch an der Organisationsstruktur von Parteien. Also es ist jetzt nicht nur ein Problem, dass bei uns Piraten da ist, sondern das haben alle Parteien. Da gibt es auch Studien zu, dass viele Parteien deshalb oder unter anderem deshalb eine niedrige Frauenquote haben, weil die Erziehung der Kinder oft an den Frauen hängen bleibt in der Praxis. Und die Stammtische finden ja meistens in der Woche abends statt, in der Kneipe. So, das sind nicht gerade die Zeiten, die familienfreundlich sind. Und eine mögliche Idee wäre es beispielsweise da zu sagen, okay, wir machen jetzt am Wochenende mittags einen Stammtisch, vielleicht in der Nähe von einem Spielplatz und sagen einfach, jeder kann seine Kinder mitbringen. Und das wäre eine Idee, dass man Leute halt auch noch mit einbindet, dass sie mit dabei sein können. Eine andere Idee ist, die wir jetzt in Osnabrück auch umgesetzt haben, Protokolle führen und zwar über Pads. Und in dem Moment, wo ich das Pad erstelle, schicke ich einen Link über die Mailingliste. Und das mache ich jede Woche, wenn ich Protokoll schreibe. Das heißt, die Leute wissen, wenn sie zu Hause sitzen und nicht kommen können, dass sie trotzdem nicht abgehängt werden. Dass sie trotzdem beim nächsten Mal, wenn sie wieder können, vorbeikommen können oder auch vielleicht nach einem Monat oder vielleicht auch nach 2 Monaten und trotzdem auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Vor diesem Hintergrund möchte ich auch noch auf eine ganz besondere AG aufmerksam machen, und zwar die AG Neupiraten. Die gibt es nicht überall, aber die breitet sich zum Glück parasitär über das ganze Bundesgebiet aus. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz. Neupiraten sind Piraten, die bei Stammtischen den Hut drauf haben, wenn neue Leute dabei sind, die ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, hey, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Kann ich dir Mumble installieren? Soll ich dir zeigen, wo im Wiki was zu finden ist? Soll ich dir erklären, wie unsere Position XY ist? Und das wäre schön, wenn wir mehr Leute bei der AG Neupiraten haben, denn diese Neupiraten-Lotsen sind ganz wichtig und das führt auch dazu, dass man nicht mehr in der großen Runde, sage ich mal, diese Erklärrunden machen muss, die halt manche langweilen, sondern dass man da auch Leute hat, die gezielt auf Leute zugehen und das machen. Und im Zwiegespräch ist es auch oft einfacher zu sagen, hey, ich kann das nicht, kannst du mir das mal erklären, als wenn man das in der großen Runde fragen muss und sich damit die Blöße gibt, dass man vielleicht nicht so internetaffin ist wie die anderen ITler, die am Tisch sitzen. So, eine andere Frage, die sich nicht nur Neumitglieder stellen sollen, sondern auch Leute, die länger in einer Organisation tätig sind, und zwar in regelmäßigen Abständen, ist die Frage, was will ich beitragen und was kann ich leisten? In Organisationen, wo Ehrenamtler zusammenkommen, kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und sehr beeindruckenden Fähigkeiten zusammen. Und es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, was wir können und was wir wollen. Denn wenn wir langfristig an etwas arbeiten, das uns keinen Spaß macht, führt das meistens zu Frustration. Also ich texte beispielsweise sehr gerne und ich mache das auch oft. Ich kann das auch durchaus bis 3 Uhr morgens machen. Das ist für mich keine Arbeit, das ist Spaß. Aber wenn ich beispielsweise anfangen würde, jetzt Flyer zu gestalten, da wäre ich, glaube ich, ganz schnell weg vom Fenster. Ich hasse Grafikprogramme, stehe auf Kriegsfuß mit GIMP und wenn Not am Mann ist, ist es halt auch wichtig zu sagen, okay, ich kann es einfach nicht, ich könnte es versuchen, aber ganz ehrlich, ihr könnt mich damit jagen und das auch offen zu kommunizieren, dass man Sachen auch nicht gerne macht und nicht mag. Denn ansonsten läuft man Gefahr, dass man, wenn man einmal eine Aufgabe übernommen hat, langfristig vielleicht mit Aufgaben konfrontiert ist, die einem einfach nicht Spaß machen, und wie gesagt, Ehrenamt muss Spaß machen. Von daher ist es ganz wichtig, da im Auge zu behalten, was man eigentlich möchte und was man sich auch selbst von dem Engagement erwartet. Und im Endeffekt ist es für Organisationen auch am effizientesten, sage ich mal, auch wenn ich das Wort nicht mag, wenn Menschen gemäß ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Das heißt, wenn jeder das macht, was ihm Spaß macht, zum einen bleibt er dann länger dabei, zum anderen werden die Aufgaben auch besser erfüllt. Und an dieser Stelle ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass niemand unersetzbar ist. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist gerade eine Aufgabe an mir hängen geblieben, weil niemand anders macht sie, das stimmt so nicht. Wir haben mehr als 30.000 Mitglieder bundesweit. Ich denke, da findet sich schon jemand. Ja, was für Fragen sind das, die wir uns stellen müssen, wenn wir vielleicht in regelmäßigen Abständen mal evaluieren, sind wir zufrieden oder unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft? Sind wir zufrieden mit dem, was ich für die Piraten mache? Das ist zum einen ganz einfache Fragen. Bin ich eine Person, die gerne mit Menschen zusammenarbeitet oder habe ich lieber meine Ruhe? Das klingt unglaublich trivial, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute das vergessen, weil man manchmal in eingefahrenen Strukturen ist, sich irgendwann eingebracht hat, dann ist man irgendwann in der AG hängen geblieben und dann macht man das erstmal.
Und ja, andere Fragen wären, mache ich gerne Technik? Also auch wenn ich das beruflich vielleicht kann, mache ich das gerne? Macht mir das Spaß? Oder liegt es mir vielleicht eher zu schlichten und Vertrauenspirat zu werden? Liegt mir Papierkram? Sehe ich mich eher in der verwaltenden Rolle? Das sind alles Fragen, die sollten wir uns regelmäßig stellen. Denn wenn wir uns die nicht stellen, laufen wir wirklich Gefahr, dass wir irgendwann merken, das macht mir keinen Spaß und vielleicht aus den falschen Gründen. Und zwar nicht, weil wir nicht mehr die Ziele der Piraten teilen, sondern einfach, weil wir für uns selbst einen Weg gefunden haben, uns einzubringen, der nicht dem entspricht, was eigentlich unsere Fähigkeiten von uns, ja, was unseren Fähigkeiten entsprechen würde. Ein kleines Beispiel hierzu gab es auch in Tschechien bei diesem legendären Vortrag, den ich ja Raubmord kopiert habe. Die Motivationstrainerin war wirklich unglaublich motiviert. Das war schrecklich, sie anzuschauen. Sie hat die ganze Zeit nur gegrinst und es war, es war irgendwie gruselig. Aber ich glaube, sie war wirklich mit ihrem Job sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich dachte eigentlich, sie wäre professionell ausgebildete Motivationstrainerin, aber es hat sich dann herausgestellt, das war sie gar nicht. Sie hat erzählt, sie hat bei einer der Bürgerrechtsorganisationen, die dort auch bei der Schulung teilgenommen haben, gearbeitet. Sie war Juristin und hat Klagen gemacht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, hauptsächlich im Bereich Migration, Rechte von Roma, hat dann aber irgendwann festgestellt, dass sie nicht ganz zufrieden war mit dem, was sie gemacht hat. Und hat dann irgendwann auch den Schritt gewagt, zu ihrer Chefin zu gehen, weil sich dann irgendwann auch die Frage gestellt hat, so ja, möchte ich überhaupt langfristig bei dieser Organisation arbeiten? Also es stellte sich überhaupt nicht die Frage, ob man die Ziele teilt. Sie hat nach wie vor die Ziele mit Feuereifer vertreten, aber diese Klagegeschichten haben ihr einfach nicht gelegen. Und die Chefin hat dann vorgeschlagen, mal vielleicht was anderes zu versuchen. Dieses andere war dann diese Vermittlerrolle und das Motivationstraining. Und das hat ihr Spaß gemacht, sie hat dann Fortbildungen bezahlt bekommen und ja, ist jetzt halt voll beruflich als Motivationstrainerin und Schlichterin tätig. Und ich denke, das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass nur wenn man begeistert von der Arbeit ist, die man macht, dann begeistert man. Und wenn man halbherzig beispielsweise eine Verfassungsbeschwerde macht, dann ist es vielleicht auch nicht die beste Idee. Ja, und nochmal an dieser Stelle zu sagen, was ich eben gesagt habe. Also niemand ist wirklich unverzichtbar. Es gibt Jobs, die will keiner machen, das gibt es immer. Und diese Jobs werden nach wie vor auch von uns übernommen werden. Aber es ist wichtig, wenn wir beispielsweise langfristig uns irgendwo eingebracht haben, in etwas, das uns nicht hundertprozentig Spaß macht, dass wir irgendwo einfach Stopp sagen. Denn auch wenn es so aussieht, als wenn niemand anders die Arbeit übernehmen würde, es findet sich jemand. Es findet sich mit Sicherheit jemand, wenn man einfach auch begründet, warum man das nicht machen kann und wenn man da halt organisatorisch auch ein bisschen dahinter steht. Denn wenn die Diskrepanz zwischen Erwartungen und tatsächlicher Arbeit zu groß ist, dann schaltet man irgendwann ab oder im Job würde man dann kündigen. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt für Motivation ist natürlich positives Feedback. Wer kennt das nicht? In jedem Kreis, Ort, Landesverband und auch im Bund gibt es Menschen, die wir ständig überall irgendwie sehen. Die mailen den ganzen Tag, die sind bei jeder Infoveranstaltung, die bauen die Technik bei jedem Event auf, springen rum, schlafen kaum und sind einfach immer da und machen die ganze Arbeit. Und das sind ganz besondere Menschen und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, ihnen Danke zu sagen. Weil ich finde, man gewöhnt sich immer sehr schnell daran, wenn immer Leute einfach da sind und Sachen einfach passieren. Und irgendwann ist es dann selbstverständlich und irgendwann hat man dann auch so eine gewisse Erwartungshaltung. So, ja, das hat ja bei den letzten Malen so super funktioniert und warum ist es jetzt diesmal nicht so? Und ich denke, es ist ganz gefährlich, wenn wir diese Erwartungshaltung irgendwann aufbauen, denn dann kann es zu Situationen kommen, wie beispielsweise man macht irgendwo eine Veranstaltung und dann heißt es nicht, hey, wir haben dich vermisst, sondern warum warst du nicht da oder du warst nicht erreichbar. Auch wenn diese Person überhaupt gar keine Zusage gemacht hat, jetzt sich dort einzubringen, es wurde einfach vorausgesetzt. Und ein anderer Punkt, den man auch beobachten kann, ist, dass wenn Leute sehr gut, sehr viel arbeiten, dass sie dann auch an ihrer eigenen Arbeit angefangen werden zu messen. Also wenn jemand nie Fehler macht und dann plötzlich einen Fehler macht, wird oft überempfindlich reagiert, weil man halt davon ausgeht, dass es sonst immer perfekt gelaufen ist. Und ich denke,
Ja, es ist ganz gefährlich, denn wenn Leute dann anfangen, also wenn man Leute anfängt, an total übertriebenen Maßstäben zu messen, dann verschreckt man sie. Und es ist auch nicht gerecht, wenn man beispielsweise, um jetzt zu dieser Veranstaltungsanalogie zu kommen, wenn jemand nicht zu einer Veranstaltung gekommen ist, der immer gekommen ist, und wenn man ihn dann vorwurfsvoll fragt, warum warst du eigentlich nicht da, dass man sich dann vielleicht nochmal vor Augen hält, hey, es waren ungefähr 40 Leute auch nicht da, die nur sporadisch kommen, von denen ich es nicht erwartet hätte, aber sie waren auch nicht da. So, denen stelle ich die Frage nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber sich langfristig, wenn sie eingefahren sind, einen ganz fiesen psychologischen Effekt haben, und zwar Druck. Und Ehrenamt muss Spaß machen. Also mit Druck verschreckt man die Leute und macht Strukturen langfristig kaputt. Also es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir auch zu unserer Verantwortung stehen. Aber wenn aus Verpflichtung oder Verantwortungsgefühl nur noch, also wenn der Spaß irgendwo verloren geht, dann geht auch bei uns, unserer Organisation, irgendwas verloren. Und positives Feedback ist ein sehr guter Weg, wie man das einfach umschiffen kann. Positives Feedback ist ganz einfach. Und ich denke, wir haben alle keine Ausbildung zum zertifizierten Piraten. Wir sind in den meisten Fällen keine ausgebildeten Versammlungsleiter, wir sind keine ausgebildeten Wahlhelfer, wir sind keine PR-Experten, wir sind keine Schauspieler, wir sind keine Eventtechniker, keine Vorstände, und die meisten von uns wollten niemals Politiker werden. So, wir sind alle Autodidakten. Wir sind alle Autodidakten und ich denke, Learning by Doing ist ein Prinzip, hinter dem ich voll stehe, aus eigener Erfahrung. Ich denke, man kann vieles lernen, wenn man es einfach versucht. Aber dieses Prinzip, so effizient es auch ist, hat einen Haken, und zwar, dass Fehler gemacht werden. Denn nur aus Fehlern kann man lernen. Und von daher ist es wichtig, dass wir aufhören, zu große Maßstäbe an uns und andere zu setzen. Wir müssen immer vor Augen behalten, wir sind alle aus Spaß hier. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir kriegen kein Geld dafür. Und Fehler gehören zum Handwerk in solchen Strukturen. Ich selber komme aus Niedersachsen. Wir haben 3 Aufstellungsversammlungen gehabt. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, aber gerade bei der letzten Aufstellungsversammlung ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, ich glaube, wir haben etwas richtig gemacht. Wir haben viele Fehler gemacht. Es gab Fehler bei der Akkreditierung, mehrfach. Aber anstatt unsere eigenen Wahlhelfer jetzt offensiv immens unter Druck zu setzen, das brauchen wir gar nicht, den Druck haben sie sich selber gemacht, haben wir versucht, damit irgendwie umzugehen. Und bei der letzten Aufstellungsversammlung haben wir aus den Fehlern gelernt. Wir haben Vortreffen organisiert, bei denen einige Wahlhelfer anwesend waren, die das sehr komplizierte neue Wahlverfahren einmal durchgegangen sind und dann später bei der eigentlichen Auszählung andere anlernen konnten. Wir haben Testauszählungen gemacht. Und unser Aufstellungsversammlungsteam ist, denke ich, mittlerweile durch diesen ganzen Learning-by-Doing-Prozess eins der abgebrühtesten Teams überhaupt geworden. Also so viele Aufstellungsversammlungen in so kurzer Zeit durchzuboxen, dazu gehört Respekt, und auch psychisch gehört da viel Respekt zu. Denn man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Situation ist für die Wahlhelfer und auch für die Leute bei der Akkreditierung war. Die hatten wirklich Angst, dass ein Fehler passiert. Denn wir hatten viel Presse da und die haben nur darauf gewartet, dass irgendwas schief läuft. Und von daher ist es wichtig, dass wir das anerkennen, was für ein Druck auf den Leuten lastet, und dass sie sich den Druck auch selber machen. Wir brauchen da von außen gar nichts mehr zu machen. Und ich denke, wenn wir da einfach viel mehr Unterstützung geben, es gab so viele Standing Ovations fürs Wahlteam, und das war auch genau das Richtige. Und mir ist aufgefallen, dass wir das vorher gar nicht so intensiv gemacht haben. Ja, es gab zwischendurch einen Applaus für die Wahlhelfer, aber ich glaube, durch diese 3 Aufstellungsversammlungen ist es erst richtig klar geworden, was für ein harter Job das eigentlich ist und wie essentiell das ist. Das ist wirklich eine ganz wichtige Aufgabe. Und erst wenn Fehler passieren, merken wir eigentlich, wie viel wir als selbstverständlich hingenommen haben, dass es einfach so läuft in der Vergangenheit. Denn nur wenn Fehler passieren, merken wir, das ist aber wichtig, dass es da läuft. Und in der Praxis ist es so, dass wir meistens stillschweigend einfach denken, so ja, das WLAN wird funktionieren. Manchmal funktioniert es halt nicht. Aber wenn es funktioniert, dann ist es dann einfach so. Ja, also ich wollte nur mal sagen, das WLAN hier funktioniert ganz klasse. Ich habe mich auch schon bei der AG Technik bedankt.
Ja, also ein Punkt, den wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müssen, ist, nichts ist beim Ehrenamt selbstverständlich, gar nichts, überhaupt nichts. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute ihre Freizeit opfern, um die Welt zu retten. Und oft reichen einfach nur sehr kleine Gesten. Also da gab es auch wissenschaftliche Studien zu, dass inwiefern Leute, die halt viel machen, wann sie frustriert sind und was sie sich wünschen. Und es wurde immer wieder gesagt, dass kleine Gesten eigentlich ausreichen. Die Leute erwarten keinen Obstkorb oder, weiß das ich, eine Dankesparty, sondern einfach nur mal auf der Mailingliste ein Danke oder schön, dass du da bist oder schön, dich hier zu sehen. Samstag morgens um 9 beim Infostand aufbauen, ist kalt, hier, ich habe dir einen Kaffee mitgebracht. Das sind so die kleinen Gesten, die oftmals verloren gehen, wenn man erstmal in dieser Struktur eingefahren ist. Aber in der Praxis merkt man das ja an sich selber auch. So ein kleines Wort bringt manchmal sehr viel. Ich habe letztens die Zeit gestoppt, ich habe es in unter 10 Sekunden geschafft, eine Dankesmail zu schicken. Einfach nur Danke und abgeschickt. Und es sind wirklich diese 10 Sekunden, die manchmal zählen. Und ich denke, auf jeder Mailingliste, in jedem Landeskreis oder sonstigen Verband muss das nicht jeder machen, sonst hätten wir eine Mailflut. Aber wenn wir sehen, dass es sonst keiner macht, sollten wir den ersten Schritt machen. Denn wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich und manchmal reicht nur ein kleines Plus eins. Das ist so eine kleine Geste, aber die kann so viel bedeuten. Ja, nach dem Feedback würde ich gerne auch mal über Vertrauen sprechen. Vertrauen ist beim Ehrenamt so ziemlich das, woran alles hängt und steht, wenn wir miteinander zusammenarbeiten. Wir haben keinen Arbeitsvertrag unterschrieben, wir haben auch sonst keine, sag ich mal, vertragliche Bindung miteinander, wir können nichts einklagen, nichts einfordern und wir müssen uns in einigen Punkten einfach darauf verlassen, dass Leute Dinge machen. Gewisse Kontrollstrukturen sind sinnvoll, dass jemand ein Auge drauf hat, ob Aufgaben erledigt werden oder nicht. Hallo? Ah, okay. Dass Aufgaben erledigt werden oder nicht, aber wir dürfen es nicht übertreiben. Wenn wir beispielsweise bei jemandem, der gerade an etwas sitzt, 10-mal nachfragen, wie weit bist du denn und läuft es denn auch wirklich gut, dann entsteht dadurch so ein Klima des Drucks, Erwartungshaltung und auch Misstrauen. Man denkt, jemand misstraut mir, jemand vertraut mir nicht, jemand traut mir etwas nicht zu. Und das ist ganz wichtig, dass wir Leuten auch das Gefühl geben, dass wir ihnen zutrauen, Aufgaben zu übernehmen und Aufgaben wahrzunehmen, dann läuft es auch besser. Denn wenn man mit Spaß bei der Sache ist, dann erledigt man Aufgaben viel eher, als wenn man so denkt, das ist wieder diese Drucksituation und bei Drucksituationen kommt wieder die auf den letzten Drücker-Situation und damit macht man manchmal alles nur viel, viel schlimmer. Und Vertrauen ist nicht zuletzt ein Zeichen der Anerkennung und wir Piraten sind frei und ich glaube, Überwachung, auch was Internetstrukturen angeht, steht uns nicht zu Gesicht. Aber auch wenn wir im Alltag miteinander diskutieren oder bei Stammtischen diskutieren, auf Mailinglisten, ich denke, das ist heute schon oft gesagt worden, ich wiederhole es einfach nochmal, weil es so wichtig ist, es ist ganz wichtig, dass wir Probleme ehrlich diskutieren und sachlich. Und nicht auf die persönliche Schiene verfallen. Und auch wenn wir sehen, dass andere Leute auf Mailinglisten anfangen, über eine persönliche Schiene zu gehen oder anfangen, andere Konflikte, die vielleicht unterschwellig sind, in eine inhaltliche Debatte zu vermengen, einschreiten sofort. Sagen, das hat nichts damit zu tun. Vielleicht in einer persönlichen Mail anschreiben, hey, hör mal, das ist vielleicht verletzend oder das ist nicht der richtige Ton oder das, was du eigentlich damit erreichen möchtest, das läuft so nicht. Und das ist einfach nicht gut für unser Arbeitsklima. Und egal, ob es um Mandatsträger, Basis oder Vorstand geht, wer selbst glaubt, dass Kritik nicht angemessen rübergebracht werden kann von einem selbst, weil man vielleicht zu impulsiv ist, weil man vielleicht auch einen persönlichen Konflikt hinter einer gewissen Situation hat, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Man kann sich einen Proxy suchen. Das heißt, man kennt bestimmt irgendjemanden, der ein bisschen konsensfähiger ist, der ein bisschen ruhiger ist, der vielleicht besser mit Worten umgehen kann oder der Mails einfach mal vorher durchliest und sagen kann, hey, das kannst du mal überhaupt gar nicht so schreiben, weißt du, wie das bei dem ankommt? Also es gibt einfach Leute, die sind ein bisschen empathischer und Leute, die sind es einfach nicht. Und es ist wichtig, seine Stärken zu kennen, aber es ist auch wichtig, seine Schwächen zu kennen. Und wenn man merkt, dass man oft in Diskussionen irgendwie auch unbeabsichtigt irgendwas eskaliert, dann kann man da einfach den Schritt gehen, dass man vielleicht gezielt jemanden anspricht und sagt so, hey, kannst du mir vielleicht helfen? Kannst du vielleicht ab und zu mal drüber schauen? Oder hey, ich möchte das und das ansprechen, aber ich möchte da eigentlich überhaupt gar keinen Shitstorm oder Konflikt auslösen, sondern es irgendwie konstruktiv einbringen. Kannst du mir helfen?
Und eine Möglichkeit hierfür sind Vertrauenspiraten. Und das ist auch ganz wichtig, dass mehr Leute diese Aufgabe machen und auch mehr Leute diese Möglichkeit nutzen, denn so etwas ist einfach immens wichtig. Und wenn wir Kritik üben, ist eine Frage auch sehr wichtig, die wir uns jedes Mal stellen sollen. Und zwar manchmal, wenn uns etwas ankotzt, dann sind wir kurz davor, eine böse Mail zu schicken. Und dann ist es manchmal sehr, 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 sehr wichtig, uns vor Augen zu halten, was wollen wir damit erreichen. Wollen wir, dass es nächstes Mal besser wird oder wollen wir jemanden abstrafen? So. Und ich denke, in vielen Fällen ist man einfach persönlich sauer angefressen und möchte jemanden abstrafen. Und das ist eigentlich, das führt zu nichts, das bringt nichts und das sollten wir uns eigentlich abgewöhnen. Ja, und ein Hinweis, der auch schon sehr oft gekommen ist, denke ich, eine Nacht drüber schlafen wirkt Wunder. Also egal welche Situation, ob es jetzt eine analoge oder eine digitale Debatte ist, einfach mal ein bisschen entspannen, Musik hören. Nacht drüber schlafen, nicht aufregen, am nächsten Tag nochmal durchlesen und vielleicht, wenn man auch eine Mail geschrieben hat, nicht sofort auf Senden drücken, sondern erst nochmal abwarten. Und man muss nicht immer bei jeder Debatte das letzte Wort behalten, der Klügere gibt nach, das ist eine sehr triviale Binsenweisheit, aber es gibt einen Grund, warum das ein Sprichwort geworden ist. Bei Mitbestimmung, also ein Grund, warum Leute sich im Ehrenamt engagieren, ist auch die Struktur. Das heißt, wenn wir Strukturen aufbauen, ist es wichtig, dass wir Mitbestimmung ermöglichen. Von oben hierarchisch Projekte runter diktieren, funktioniert, glaub ich, gerade bei uns Piraten nicht so gut. In manchen Dingen ist es wichtig, dass jemand den Hut auf hat, aber es ist ein Unterschied daraus, ob man die Inhalte gemeinsam erstellt oder halt die Umsetzung von oben koordiniert. Also koordinieren und bestimmen ist nochmal etwas Unterschiedliches. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch vor Ort Freiräume ermöglichen und Leuten die Chance bieten, sich selbst einzubringen. Denn wenn jemand selbst eine Aktionsidee hat und sieht, die wird unterstützt von ganz vielen Leuten, die vielleicht nicht mal so ganz überzeugt von der Aktion sind, aber sagen, hey, ich helfe dir jetzt mal, dann stiftet das auch Identifikation mit der Gruppe. Denn man sieht, die Gruppe hat mich bei meinem eigenen Projekt unterstützt und dann vielleicht ist beim nächsten Mal halt auch die Bereitschaft eher da, am Sonntags mal morgens mit einem Kaffee in der Innenstadt beim Infostand zu stehen, weil man sich denkt, so ja, okay, so habe ich mir eigentlich meinen Sonntag nicht vorgestellt, aber ehrlich, ich helfe euch auch mal. Und ganz wichtig ist es auch, dass wenn jemand beispielsweise dazukommt und hat eine total verwirrende Aktionsidee, die man selbst jetzt nicht so wirklich als vielversprechend und erfolgsversprechend sieht, dass man anfängt, konstruktiv zu sagen, warum man das nicht für eine gute Idee hält und nicht mit altklugen Ratschlägen kommt. Das haben wir vor 2 Jahren versucht und da hat es nicht funktioniert. Denn altkluge Ratschläge bringen keinen weiter. Ich glaube, wenn wir auf altkluge Ratschläge gehört hätten, dann gäbe es die Piraten heute nicht. Ja, durch diese ganze technische Verzögerung fehlt jetzt ein ganzer Teil, den ich eigentlich sagen wollte. Aber ich habe da eine sehr gute Idee. Ich habe das ja alles aufgeschrieben und ich habe einen Blog. Ganz herzlichen Dank, das war ein toller Beitrag und ich glaube, wir können da ganz viel mitnehmen und ganz viel daraus lernen. Bitte. Hallo? Ja. Als Schlusswort wollte ich noch mal ein bisschen auf die tschechische Garage zurückkommen. Wir saßen halt abends immer in dieser Garage und haben Wein getrunken und Bier getrunken und wir waren sehr unterschiedlich. Wir waren aus unterschiedlichen Ländern, uns haben sehr unterschiedliche Themen bewegt und ich denke, das ist bei den Piraten ähnlich. Wir wollen alle etwas verändern, so die konkreten Inhalte sind bei manchen oder die Schwerpunkte sind immer anders, aber wir haben etwas gemeinsam und zwar wir wollen etwas bewegen und etwas verändern und etwas gestalten und wir wollen auch für Interessen einstehen, die keine starke Lobby haben. Und es ist wichtig, bei allem, was wir machen und bei allem Zwist, den wir haben, diese gemeinsamen Ziele, das, was uns verbindet, den Metakonsens im Auge zu behalten, denn das ist das Fundament, auf dem wir bauen können und wenn dieses Fundament nicht funktioniert, dann stürzen Strukturen einfach ein. Zum Abschluss ein nettes Zitat, man kann keine narrensicheren Institutionen konstruieren, Institutionen sind wie Festungen, sie müssen klug angelegt und richtig bemannt sein und ich denke, die richtige Bemannung haben wir müssen nur an den Strukturen arbeiten.